Ist bei dir halt warm, oder? Kurze Hose. Ja, ja, immer. Echt? Jetzt, das ist mein neues Arbeitskleidung. Das ist gut. Ich bin ja aus Bayern. Nein. Ja, und deswegen Lederhosen. Fesch. Wir haben einen sonnigen Tag, einen herrlichen Tag. Letzter Tag der Messe. Ja. Wie war die Messe? Also gestern waren wir wirklich sehr zufrieden, war gut besucht. Ja? Ja, doch. Gestern war wirklich teilweise sehr viel Druck, vor allem in kleiner Früh. Ja. War viele Leute, finde ich. Nee, doch, es war sehr gut besucht. Ja. Zufrieden. Wer kennt es noch nicht oder wer kennt es? Jetzt haben wir bei Ligoma. Die Beute fürs Leben, hat der Gottfried, haben wir mal gesagt. Genau. Weil es nicht kaputt geht. Ja? Weil es halt einfach so stabil ist. Der Tumpfi hat sich ja verliebt in das Häuschen hier. Mir hat gestern ja die Beute extrem gut gefallen. Ja, die bemalte, das ist ein Kunstwerk. Ja. Das ist ein Kunstwerk. Ja. Aber warum bin ich da? Weil ich finde sie gut, die Beuten. Ich finde es wirklich gut. Das ist ja schon das zweite Jahr. Ja, genau. Der Gottfried hat es ja. Ja, der hat jetzt dann letztes das dritte Jahr, ja, wo es im Einsatz hat. Ja. Und er ist sehr zufrieden. Das hören wir gerne. Er ist wirklich sehr, sehr zufrieden. Ja. Gibt es was Neues? Ja, neu im Programm haben wir jetzt eben die 10er der Wandbeute seit diesem Jahr. Ja. Genau. Da habe ich jetzt euch was, muss ich vorgreifen. Ja, das habe ich am Schluss erst entdeckt. Da geht es um Schiede. Wer Schiede sucht, sehr gute Schiede, von der Haltbarkeit, klimatisch und so weiter, das kommt jetzt. Kleiner Nachtrag. Habe jetzt gerade drüben aus Versehen übersehen. Ja, und dann vorbeigehen. Also, kleiner Nachtrag. Weil ich werde immer gefragt, Jupp, wo gibt es denn gute Schiede, die sie mir nicht abfräsen oder sonstiges. Und ich habe wirklich gar nicht dran gedacht. Das ist so ein Material, wo ich meine Schiede baue, noch ein bisschen dicker und dann noch ein bisschen besser in dem Wert. Hat sehr gut für sowas. Also, und die haben alle Rähmchenmaße da, also die haben alle Größen da für die Schiede, für die Maße. Ja. Auch wenn ihr keine Beute, Ligoma-Beute hättet und ihr sucht einfach nur Schiede. Ihr habt euer ganzes Leben, ja. Und könnt ihr abwaschen, reinigen, alles. Da passen ja wieder unterschiedlich die Beutenmaße, wenn man schon was hätte, würde ja zusammenpassen. Genau, also vielleicht, genau. Das ist eine Erinnerung, ja. Weil viele haben ja immer das, die Frage, wenn ich jetzt, ich habe ja schon was, wird das mit einer Holz zusammenpassen? Ja, das passt dann zusammen. Das passt also zusammen. Wenn man das entsprechende Maß hat, eben, ja. Genau. Ja, ja, weil 10 ist. 10er Tadant ist halt ein bisschen handlicher als das 12er, ne? Ich finde 10er Tadant auch sehr interessant. Also, ich habe es ja gemacht, weil bei mir meine Honigräume passen. Ja. Weil ich bin ja jetzt gerade so am Umschwenken von Zander auf Tadant. Und ich habe halt verdammt viel Material. Ja. Ja, und da passen halt zumindest die 10er Honigräume. Ja. Das genau. Ist. Ah, ich finde es halt. Weil ich werde immer gefragt von der Isolierung her, was ich bevorzugen würde, Styropor oder Holz. Und ich sage immer, wir bräuchten eigentlich was, da habe jetzt ich bei Vorlesungen, wir bräuchten ja was, so ein Zwischending. Holz ist sehr gut und ist auch ökologisch. Styropor hat halt viel Masse. Ja, ist halt empfindlich, ne? Ja, und müsste ein bisschen besser isolieren. Ja. Styropor isoliert sehr gut und ist halt vom Abrieb her. Ja. Also ich muss wirklich sagen, ich war ein bisschen entsetzt, seitdem ich habe ja Laboranalysen, wo ich mitgemacht habe und Honiganalysen. Und man hat wirklich gesehen, den Abrieb vom Styropor hat man gefunden. Und das hat man schon ein bisschen zu denken gegeben. Mhm. Und das hat man halt hier nicht. Ja, eben. Das hat man jetzt bei den Beuten hier überhaupt nicht. Jetzt sehe ich gerade, was ist das? Das ist noch ein Innendeckel, den kann man eben als Bienenflucht verwenden. Wenn man die Dämmplatte rausnimmt, haben wir eben hier mit so Riegeln, kann man die Dämmplatte entfernen, hat man es als Bienenflucht. Ah. Genau. Habt ihr die auch schon? Das ist auch neu. Das ist neu? Ja, genau. Eben passend zur 10er Tadant. Und das gibt es auch als reinen Innendeckel, eben ohne Bienenflucht. Da hat man eben noch ein bisschen Luft zwischen Holz und Dämmplatte, das noch ein bisschen besser isoliert. Das ist cool. Das ist cool. Habt jetzt ihr, Frage, beim B-Space ist ja immer so die Diskussion bei Tadant. Ja. Habt ihr
US-Tatant, also Bisbeis oben oder unten? Das US-Tatant. Rähmchen liegen ja hier. Ihr habt den Bisbeis unten. Nee, also unten ist er. Ja, genau, also genau. Unten. Ihr habt nicht platt, sondern modifiziert. Genau, US-Tatant. Unten. Genau, wenn man es auflegt, ist unten. Das heißt eigentlich das Original. Ja. Das ist ja der Ursprung. Ja. Weil das ist auch eine wichtige Frage, was oft gestellt wird. Wo ist der Bisbeis? Oben oder unten? Unten ist er. Ja. Das ist auch ein Vorteil. Und warum ist das ein Vorteil? Warum habe ich mich für US-Tatant entschieden? Also ich habe ja, wie ich angefangen habe, keine Ahnung gehabt, was ist was. Wenn man die Kiste nimmt und stellt man sie irgendwo ab und der Bisbeis ist oben, dann quetscht man unten die Bienen. Ja, genau. Und das hat man hier nicht. Eigentlich hätte es... Hier ist er, ja. Ja, genau. Eieiei. Ja. Raffiniert. Genau. Beutenböcke habt ihr noch? Die Beutenböcke haben wir auch, genau. Sind die neu? Ja. Nein, die haben wir auch schon bestimmt 12, 13 Jahre. Echt, jetzt haben wir gar nicht aufgefallen. Ja, doch. Eben zweierlei Höhen, je nachdem, was man für Arbeitshöhe bevorzugt, gibt es eben eine höhere und eine niedrigere Variante. Tatant-Begattungskästchen oder was ist das? Das ist ein Ableger, Kasten-Tatant. Oh, das wäre jetzt was für den Gottfried, weil er mag ja eigentlich keine Ablegerkästen. Aber das ist cool. Auch mit verschiedenen. Wir haben halt hier die Ausflüge beide nach vorne. Verschiedene, einmal offen. Zu, Drohnensperre, alles da. Wie viel gehen da rein? Eigentlich, ja, je nachdem, wenn man jetzt geteilt hat, 2-2. Also mit 2x3 ist fast zu eng. Oder eben, wenn man das Ski draußen hat, 5. Ist auch sogar umlaufend unten genutet. Schön. Genau. Und eben geteilter Fütterer dazu. Eigentlich wie beim Mini Plus, der geteilte Fütterer. Wirklich schön. Also, langlebig, robust, B-Space stimmt, ja, ist sehr maßhaltig, das ganze System. Zusätzliche Dämmplatte. Wir haben auch beim Gottfried Seiner haben wir ja dieses Jahr auch geschaut, wie es ausschaut, Kondenswasser und den ganzen. Ja. War gut, war wirklich gut, war sehr gut. Ja, aber wenn die Volksstärke groß ist, oder? Ja, war auch so gut. Dann, ja. War so, also. Dann ziehe ich eigentlich wieder weiter. Ich so, danke, dass du Zeit genommen hast für mich. Also ich kann nur sagen, wenn jemand da so sagt, ich bin ja so ein nasser Standort, feuchter Standort, und dann höre ich immer, ich nehme Styroporbeute wegen einem feuchten Standort, dann bevor das Styropor wieder mal das mal ins Auge fassen, weil es ist um einiges besser, ja, wie Styropor. Das ist, weil das ist ja kein Styropor, das ist ja. Das ist ein Polyurethan, das ist richtig hartes Material. Das wird eben nicht verbissen von Insekten oder. Ist fest, UV-beständig, ja, das wollen wir mehr. Ja. Dann? Ich danke. Tschüss. Ja, ich ziehe weiter. Bis. Und wir gehen. Und wahrscheinlich bis zur nächsten Messe. Genau. Ja? Der mag immer nicht. Der ist aber so schüchtern. Ja?